Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid, ihr Lieben. Und ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, hier am Maschinenhändler ist schon schön, ne? Also kann man nicht meckern. Mal gucken, was noch so passiert, ja. Und euch natürlich wie gehabt viel Spaß, ne? Ach so, lecker. Meine Fresse, da kam doch so mit der gerade innerlei gerucht, ja, das ist ja Wahnsinn. So, sind die jetzt noch hier hinten? Das jetzt hier, was biebt denn jetzt auf meinem Telefon? Wollen wir mal gucken. Oh. Ja, der Bürgermeister empfindet jetzt. Ah, ja. So, so, da bin ich wieder. Ah, hallo. Einmal frei, hast du gelesen? Ja, das Handy hat gesallert. Sag mal, was ist denn das? Brauch mal das hin, ich hab keinen Hunger. Ach so, ja. Da gibt's Grillwürste. Oh, ja, das ist, die wollen sie unten beim Schreiber holen. Wollen sie das Fleisch holen? Aha. Also alles hier aus der Region. Ja. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, ne, oh, ja. Das klingt ja auf jeden Fall ganz toll. Ganz toll. Ja. Aber vor allem können wir den Umbau anweihen, Kurt, hat er gesagt. Oh, das ist ja toll. Oh, noch besser. Wir haben LU wurde umgebaut. Ja, richtig ist zu spät, aber Umbau fertig. Was haben die da? Okay. Ach so, das haben sie, hat Sivo gemacht, Herr Zizi. Ja, genau, okay. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Ewald. Ja. Ist jetzt nicht so, dass es mir nicht gefällt, ne? Aber ich sag mal so, als Praktikant hat man ja um 2 herum so Feierabend. Wie bist du denn zufrieden, wenn ich es mal so fragen darf? Also sag vom Herrn Polzeif und vom Zizi jetzt nicht unbedingt so Geheimnisse. Sag mal, es kann ja nur dazu lernen. Ja, ich weiß ja nicht. Habt ihr was dagegen, wenn ich da jetzt mal offen drüber rede? Nein, gerne. Also der hat von datenschutzrechtlichen Gründen nichts dagegen. Ach, Telefon. Steiner. Ja, du, Steini, sag mal. Nee, alles toll. Gut, ich will ja nicht weiter. Ist Code bei dir? Ich versuche den seit einer Stunde zu erreichen, nichts ist. Wisst ihr nicht, der muss ein scheiß Telefon schon wieder im Auto haben. Ach, ich rufe ihn zurück. Ja, er ruft dich zurück, wir sind ja gerade im Gespräch. Alles klar, du weißt Bescheid, wo er ist. Jo. Ja, weiter schlafen. Ja, danke. Ach, passt, dann erzählt ihr mal, ich geh mal ums Eck und telefonier mal. Ja, hallo. Alles klar. Also, deine Praktikumszeit hier hat mich total überrascht. Also, du bist ja doch nicht unfähig. Diese Freundlichkeit. Ja, die bist du doch gewohnt. Von der Seite her, wir müssen uns auf alle Fälle nochmal, möchte ich dich nochmal hier bei mir am Landmaschinenhändler haben, um ein persönliches Vier-Augen-Gespräch mit dir zu führen. Okay, ja. Nichts Schlimmes, nichts Wildes, hast nichts kaputt gemacht, ist alles heile. Okay. Einfach nur mal ein Gespräch. Da bin ich sehr zufrieden, hey. Ja, also mit deiner Arbeit bin ich sehr zufrieden. Ja. Und würde mich freuen, wenn du der Einladung nochmal nachkommst, dann hier nochmal bei mir nochmal einen halben Tag mal mit auszuhelfen. Ja, dass klar. Wir uns da wirklich mal in Ruhe mal ins Büro setzen können, da mal drüber sprechen können und dann mal schauen. Also es wird nichts Negatives, kann ich dir schon mal sagen. Ach so, ne, das klingt ja schon mal super. Ja, nee, sehr gerne. Wann wird es denn passen, Ewald? Lass uns das mal nächsten Monat machen, wenn wir unten die Einweihung vom LU hatten, dass wir uns da irgendwie mal kurzfristig dann noch mal hier oben bei mir treffen. Ja, na klar, das können wir machen, das ist gar kein Problem. Klar, freilich. Wenn du es einrichten kannst. Ja, das ist nicht logisch, das reibe ich mir oft, das merke ich mir und da geht das schon. Das brichst das mit dem Gurt ab und dann geht das seinen Gang. Ja, genau, aber muss ganz ehrlich sagen und nochmal, bevor du jetzt abhaust, sollst du dir nochmal Gedanken machen zu dem Thema Feuerwehr, weil ich war vorhin echt erstaunt, wie du da die Leiter hochgeflitzt bist, ne? Also, solche Leute, Günther, kannst du dir eine Scheibe von abschneiden? Solche Leute brauchen wir bei uns. Ja, danke, ja. Das ist vielleicht zu viel des Lobes. Versuche einfach, ist mein Bestes. So. Alter, der ist die Leiter da hochgerannt, Alter, so schnell bist du noch nicht mal aus deiner Karre ausgestiegen. Ach Gott, okay. Ja, also, der gucken, ist echt fix, also da müssen wir auf alle Fälle, solche fähigen Leute brauchen wir bei der Feuerwehr. Ja, absolut. Wär's, ja, cool. Da wär's ja ganz rot, hey, danke. Ja, war ja
Und leider hat er auch super gewartet und super abgeschmiert in Leiterpark und hat alles Funktionsprüfung gemacht. Also echt top. Also ich habe nur daneben gestanden, habe ihm ein bisschen gesagt, wo was ist, und hat er alles super gemacht. Also. Okay, okay. Dann habt ihr die SP, die Sicherheitsprüfung, habt ihr auch mitgemacht? Kann haben man wir die alles gleich rüberstellen? Ja. Genau, haben wir alles gemacht. Okay. Kann also quasi Status 2. Jo, dann stellen wir die dann rüber. Genau. So, und ist ja positiv ausgefallen, ja? Ja, also es war jetzt nichts Negatives. Aber du Kurt, gut, das freut dass mich du sehr. Gut, wir haben Alarm. Was? Wir haben Alarm. Wie, wir, was? Ein Einsatzalarm. Wir brauchen dich eigentlich, Harry, und jeweils von dir bräuchte, hast du einen Anhänger da stehen oder einen LKW mit Anhänger oder einen Traktor mit Anhänger? Ich habe auch noch einen LKW mit Anhänger mit einer großen Mulde. Ah, das ist super, weil der Schreiber, der bräuchte Hilfe beim Häckseln auf der 93. Okay. Gut. Ja, brauchst du mich dann auch noch, oder wie? Nein, nur wegen der Fahrzeuge, aber wenn der Günther was hat, Harry, dann würde ich mit dir LKW mit der Mulde. Und dann kannst du mit dem LKW dann losmarschieren. Ja, ja, okay, ja. Der Dackel im Kopf. Aha, okay, nee, alles klar, ist kein Kannst Problem. Auch fahren, oder? Ja. Das ist kein Problem. Ja, genau. Wenn man ein Gerät dafür haben will, ist das machbar, natürlich. Na gut, ihr hättet einen LKW zur Verfügung, Herr Hafer. Das ist super, wenn du uns dem ausleihen könntest, wäre das geil. Ja. Ja, natürlich, steht bei mir unten am Bauhof. Ist ja, soll ich da gleich mal mit runterfahren mit Herrn Gräber? Ja, können wir machen. Ja, Herr Gräber ist mit mir gerade da. Ach so. Passen wir zu dritt in das Ding rein? Nee. Passen wir dann rein? Klar, passen wir da rein. Guten Tag. Mal testen. Mann, nein. Wow, wieso fahr ich schon? Entschuldigung, junger Mann, wir hatten noch nicht das Vergnügen, oder kann das sein? Nee, ich bin heute erst dazugestoßen. Was? Okay. Ja, bin das ist der Bruder vom anderen Brockwitz. Nee, was? Bruder? Der hat einen Bruder? Ja. Ja. Ach, der hat einen Bruder? Ja. Na, einer alleine kann nicht so sein. Ja, sag ich doch. Wie, weil also Sie sind der Bruder von meinem Brockwitz oben, oder was? Ja, genau. Ach so, okay. Der freut mich, sich auch immer ganz oft zu machen. Das bin der Hans-Joachim Hafer. Ja, Jürgen Brockwitz. Das ist super. Herr Brockwitz, darfst du mal was Persönliches fragen? Natürlich. Sind Sie mit der Brille 5 km schneller? Jawohl. Okay. Das ist so im... Hans-Joachim, würdest du hier noch kurz warten? Ja, klar, kann das machen. Wir passen nicht alle rein. Ich würde mit dem Günther runterfahren zum... Also zu uns, da steht nämlich sein Bus. Ja, ist gut. Dann holen wir dich hier gleich. Ja, ist klar, ist warte hier, ist kein Problem. Ja, wo willst du denn den haben? Gott. Was? Dort geh mal raus, Steini, wollte was für dir. Oh. Bitte was? Wo willst du den Hajo denn hinhaben? Wen will ich wohin haben? Hajo! Der meint Miss Kurt. Wieso Hajo? Der ist es erst. Hajo, Abkürzung Hans-Joachim, meine Fresse. Dass man hier so hinterwäldler alles erklären muss. Ja, nee, hinhaben nicht. Der muss dann mit LKW. Nee, wir holen den, alles gut. Ja, sonst hätte er ja meinen Pulli nehmen können. Ja, dann steht der wieder irgendwo rum, ist ja Quatsch. Oh. Ja, alles gut, ist warte jetzt, kein Problem, ich kann ja, Herr Brockwitz noch mit unterhalten. Ja, so. Das ist kein Problem. Herr Brockwitz, das freut mich sehr. Also ich bin, der Hafer, ich mache ein bisschen Praktikum. Wie können wir Ihnen denn helfen? Eigentlich wollte ich zum Herr Steiner. Ja, der ist hier, okay, dann guck ich einfach mal zu, Herr Steiner, und guck ihn mal über die Schulter und lern mal vom Fesen, Leuten. Ja, genau. Herr Brockwitz. Ja, Herr Steiner, wir müssten da mal so ein paar Geschäfte machen. Aha, um was geht's denn? Um einen Traktor, einen Anhänger und einen Radlader. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins schattige Büro. Ne? Folgen das Sie mir mal. Gut. Ajo, kommst du mit? Ja, ist Folge ganz unauffällig. Gut. Überhaupt kein Problem. Aber gehen Sie ruhig rein, Herr Brockwitz. Herr Brockwitz, möchten Sie im Wasser? Nee, danke, hab gerade einen Kaffee vor uns gekriegt. Alles klar, ist kein Problem. So, da steht der Kaffee, nehmen Sie ruhig Kaffee. Ja, Herr Brockwitz, hier sind Blunders fixen. Dankeschön. Helfen Sie ruhig zu. Nehmen Sie auch noch einen Blunders fixen. Nicht so viel, ich muss auf meine Figur achten. Alles kein Problem, es ist versammelt. So, jetzt mal hier, so. So,
Herr Prokwitz, ja. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Also, so angedacht habe ich an so ein Fend. Also, mach mal dein Tablet mit auf hier, ja? Ja, genau, dass du da auch schon mal mit reingucken kannst dann auch schon mal so gucken kannst, wie das dann so abläuft, ne? Ist klar. So, also, Fend, Fend kompakt, Fend kommt mittel oder Fend kommt groß? Die erste Kategorie. Fend kommt kompakt. Ja, noch eins davor. Na, was das, denn jetzt nur? Das Spezialpaket von Fend. Die Sonderausgabe. Die Sondermodelle. So. Ja, muss man aber dazu sagen. Ja, okay. So, was hätte man denn da? Eine 800er? Den 800er, genau. Der Ernsthaft? Ja, natürlich. Gleich den vorne auf der ersten Seite? Nein, den schon etwas neueren, den S4. S4 wollen Sie haben. Ihr Vario, ne? Genau. Okay, so, dann schauen wir doch mal. 800er. S4. Vario. Wie weit dein Telefon klingelt. Ja, Steiner. Ja, Herr Steiner, hallo, hier der Herr Rauschenbach-Berg hier. Hallo, Herr Rauschenberg. Ich bin gerade was aufgeregt hier. Ich habe gerade hier neben meinem Feld liegt der Herr Kräber mit seinem komischen 4x4 auf der Seite. Ach, das ist ja typisch. Was ist passiert? Ja, wir kommen. Ja, haben Sie vielleicht Frontlader oder so, dass man das Ding wieder aufrichten könnte? Also, der sitzt auch noch drin, der ist aber ansprechbar. Also, ihm geht's scheinbar gut, aber irgendwie. Ja. Ja, okay, gut. Alles klar, bis danke, Herr Rosenberg, bis gleich. Herr Prokwitz, Sie müssen mal einen Moment Geduld haben. Wir haben da um die Ecke gleich einen leichten Unfall. Da müssen wir erstmal gucken. Ja, alles gut, das hat Prioritäten. Hajo, gib Gas, komm. Ja, es kommen wir. Wohin, was? So, wie? Wir müssen jetzt, du schnappst dir den Fendt. Ja. Und fährst mir hinterher. Ja, alles klar, mach es. Ey, Drehleiter, nützt nichts. So, es hat mal einen Funk angemacht, Ewald. Ja, genau. Was ist eigentlich passiert? Der Rauschenberg hat angerufen, der Günther hat irgendwie einen Unfall gehabt, liegt da bei Feld 62 da irgendwie auf der Seite, ist aber ansprechbar. Okay. Da fahren wir jetzt mal schnell hin und gucken erstmal, was da los ist. Was soll ich da mit dem Fendt machen? Oder wieder aufstellen, ich habe keinen Frontlader. Ja, okay. Oh. Ja, okay. Du wirst da schon Ahnung haben. Ja, mach das. Nicht das erste Mal. Okay. So. Jetzt mach mal Wandblinge rein. Es bleibt mir hier stehen. Ja. Meine Fresse. Günther! Ach, du Papsack, Günther! Günther! Günther, geht's Ihnen gut? Hilfe! Günther, geht's Ihnen gut? Mann, du! Was machst du denn schon wieder, du Pappnase? Ich mach so, Auto mach so, Unfall. Aber ist kein Problem. Herr Gräber? Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Gräber, passen Sie auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen, ja? Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Ich helfe Ihnen da raus. Weil Sie haben mir geholfen, ich helfe Ihnen. Ja, ist nur eine Sache. Ich war anständig. Ja, ich bin auch anständig. Jetzt halten Sie es einfach mal fest. Ja, ganz tolle festhalten am Lenkrad. Am Lenkrad vielleicht nicht. Machen Sie mal die Arme über Kreuz. Nehmen Sie mal weg vom Lenkrad. Ja, habe ich. Genau so. Einfach so, ist einfach so bleiben. Ja, so. Passen Sie auf. Einfach so bleiben. Ich komme mal oben hin. Ja. So, jetzt mach mal hier. Ach, Gott sei Dank ist die Cyber auf. So, Herr Gräber. Ja. Gucken Sie mir das mal an. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Nein. Dann geben Sie mir mal Ihre Patienten. Ja. So, genau, okay. Ich halte Sie ganz doll fest. So, und jetzt passen Sie auf. Bei 3 ziehe ich Sie und Sie dosen Sie es mit ab. Okay. Ja, so, das kriegt man hin, Herr Gräber. Sie und ich gegen den Rest der Welt. Ja, passen Sie auf. Also, 1. 2. Oh, warten Sie mal, es hat einen Rücken. Warten Sie, es hat einen Rücken. Oh, so. Oh, nee. Ja, also nochmal. 1. 1. 2. 2. Und 3. Kommt raus. Ach. 3. Ja, kommen Sie. Oh, so. Oh Gott. Doch, geht's Ihnen gut?
Geht's Ihnen gut? Ja. Alles klar, kommen Sie mal her, kommen Sie mal rüber, kommen Sie mal mit zu mir. Ja. So, ja. Kommen Sie mal mit, so. Also, Herr Gräber, gucken Sie mir mal an. Wie viele Finger halt jetzt hoch? 1, 3, 8, 4, 6. Okay, Sie haben Leisten, Sie haben, warten Sie, lassen Sie es mal kurz ablasten hier. Oh, Sie haben ein bisschen, haben Sie ein bisschen Schlag auf den Kopf gekriegt? Ja, ein bisschen schummerig. Ja, das ist, bleiben Sie mal hier bei uns, ja, so. Ja. So, ist überhaupt nicht schlimm, wir machen es jetzt wie folgt, Herr Gräber. Sie begleitet es jetzt mit zum Ewald an Bus, ja. Und der Ewald bringt sie jetzt erstmal zur Solin. Die kann doch hier bitte, hier die Frau Solin, die kann doch bitte Krankenschwesterin sein. Oh ja, ja, ja. Müssen wir mal anrufen. Also, ja, Kurt hat sich doch am Telefon gehabt. Ich rufe die an, alles gut. Genau, oh. da begleite ich sie jetzt mal. Komm, Ewald, wir helfen dem mein Gräber, genau. Mal hoch. Mein Auto. So. Ja, da können wir uns drum. Ach, kommst du mal hoch, Herr Gräber. Nein, ein Bus. So. Alles gut. Ja. Können wir jetzt fahren? Ja, ist hier, der Herr Gräber hat einen Unfall gehabt gerade. Das ist wurscht. Das ist aber, okay, Herr Kleber. Hallo, alles gut, ich übernehme. Alles klar. Mal genau. Da, ne? Danke, von der Jolien, wenn was ist, soll das anrufen. Ja, genau. Ich rufe so. Da an. Alles gut. So, ja, ist genau. Herr Kleber, das wird alles. Haben Sie, ja, es kümmern wir genau, uns mit dem Bus. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Genau, komm. Wir trinken mal Wasser. Ach, meine Frau, wo fährst du lang? Weiß ich noch nicht. Das ist, ey, nicht, dass wir den nächsten Unfall bauen hier. Das ist, sag mal, guck, hast du getrunken? Nein, habe ich nicht. Auch müssen wir ein. Das riecht nach Bulette. Ja, das riecht nach Bulette. Jetzt riecht das so. Ja, warte mich jetzt an der Tanke, hab schnell noch was gegessen. Ja, so, Bulettenbrötchen, und wo ist meins? Was? Nicht da. Achso, ja, schön. Alles tut mir leid, das nächste geht auf mich. Ja, okay. Aber rüber, ja, doch, hier war das. Aber Gott, der Herr Gräber, der hat jetzt wirklich, also der hatte ein bisschen Kopfschaden. Ja, ich habe nur auch den Kopf gestoßen, ich saß da mit drin. Wie, was? Du saßt mit drin? Aber was, wie? Ist bei dir auch der Kopf, die Zunge im Arsch? Nein, die ist nicht im Arsch. Ich bin gerannt, weil ich mag das nicht. Ich will nicht irgendwo mit was in Verbindung gebracht werden, deswegen bin ich da weg. Na, hä? Okay. Aber du Gott, mal was anderes. Ja. Wie ist denn der Unfall gerade passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Ich hab gerade aufs Handy geguckt, wollte Rechnungen machen und auf einmal lagen wir schon auf der Seite. Und dir geht's aber gut. Warte, jetzt tast du das mal ab. Pass mal auf, du guck mal hier ein bisschen am Bauch so, bitte tut das weh, so. Nein. Du bitte hier an der Seite biegst. Ja, jetzt kitzelt. Achso, also, ja gut, okay, dir geht's gut. Mir geht's gut. Ja, mir geht's super. Ja, was denn jetzt? Warten wir jetzt hier auf. Ja, ich guck grad, wo hier. Warte kurz, das war doch hier hinten. Okay, ich hab's schon wieder. Okay. Ach so, Gott, du sag mal, jetzt musstest mal was fragen. Ja, frag mal. Du, ich hab doch bei der Frau Celine, hab ich doch das Zeugs mit hochgebracht hier, ne? Den Kalk. Ja. Ne? So, und da hab ich es mit der Frau Celine mal kurz ein bisschen so. Ach, guck mal, da ist es sogar. Habe es mir sogar mal so ein bisschen mit so unterhalten und so, ne? Ja. Und die hat mir ja so ein bisschen erzählt von sie und was sie so ein bisschen macht und dass er halt auch mit dir ein bisschen zusammenarbeitet, so wegen der Gemeinde und so, ne? Ja, die unterstützt mich sehr. Ne, genau. Aber sag mal, wie muss ich denn das sehen? Weil ich kenne mich da nicht so aus, ne? Aber die hat halt auch was, naja, die hat halt auch was gesagt, was sie von dir hält. Was sie von mir hält? Ja. Ich hoffe mal nicht nichts. Ich weiß nicht, sie hat gesagt, du bist wie Brummochse. Brummochse? Ja. Ich weiß ja nichts. Kann ja jeder so seine Meinung haben. Ich weiß ja nichts. Aber da waren wir auch schon mal, guck. Ja, das kenn ich. Das ist ja hier sein komisches Gelenz-Ding da. Gucken, wo dieser LKW steht. Das steht da hinten. Ah. Da steht ein LKW. Genau. Was denn, den soll ich nehmen? Oh. Steckt da überhaupt der Schlüssel drin? Ja, Schlüssel sollte diesmal stecken. Okay. Und wo jetzt hin? Kommst du mit? Hier, guck mal mit auf die Karte. Ja, warte. Ganz, so. Ganz oben, also ziemlich weit oben rechts, hast du das Feld 93. Ja. Ja, da müsstest du hin, dich beim Schreiber melden. Ja.
Bei denen waren wir ja auch schon am Hof gewesen, den kennst du ja auch schon. Ja. Und ja, da braucht nämlich unbedingt Abfahrer. Okay. Ja, gut, krieg ich hin. Das krieg ich hin. Aber Gott. Ja. Tut mir bitte einen Gefallen. Was denn? Also, falls du mit der Solin sprichst wegen dem Rumochse, ja, das hast du nicht von mir, weil ich will ja keinen Stress haben oder so. Ich wollte nur so offen und ehrlich zu dir sein. Das passt schon. Da brauchst du keine Gedanken machen. Was hältst denn du so von der Frau Solin? Ich finde das die ist sehr, sehr nett. Aber nett ist doch ja die kleine Schwester von weißt du was. Ja, nein, sie ist aber wirklich nett. Ja. Na okay, na, dann ist ja gut. Okay, also jetzt fahr da mal raus zu mir ans Reibern, ja? Ja, mach das mal. Okay, gut. Aber fahr langsam, diesmal hast du einen Anhänger dran, gell? Ja, kenne ich ja so. Ne? Krieg ich hin, alles klar, gut, bis dann, ja? Ja, eben, das kennst du schon. Ich hoffe, hier passen die Bremsen. Ich werde sehen, Kurt, ich sag dir dann Bescheid. Ich fahr dir mal ein Stück hinterher, ja? Ja, ist kein Problem. Gut, passt. So, meine lieben YouTuberinos. Ob das mal gut geht, ja? Und, der Kurt findet die Schulin nett. Nett, wie gesagt, ist ja so die kleine Schwester von, ja. Müssen wir mal sehen, wie und was und wo. Und ihr schreibt gerne in die Kommentare, ja, was ihr so davon haltet. Lasst das Däumchen da und wir sagen Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.